Meine Lieben, heute gibt es ein neues Video. Und zwar war ich heute mit meiner Schwester und mit Felix shoppen. Wir waren bei Ikea und bei H&M und ein paar anderen Kleinläden. Auf jeden Fall wollte ich euch heute einige Sachen zeigen, denn ich habe einiges für die Kleinen mitgenommen und auch einiges von Ikea für mich. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und let's go! Ja, zuerst waren wir bei Rossmann, denn ich brauchte unbedingt Kokosöl. Ich weiß nicht, ob einige das vielleicht von euch kennen. Auf jeden Fall ist es aus einer Kokosnuss gepresst und das ist so eine weiße Paste einfach. Und das ist auf jeden Fall sehr gut für die Haut und ist auch sehr gut zum Kochen. Ich habe es aber gekauft wegen der Haut von meinem Hund, denn meine Schwester hat mir das empfohlen und er hat ja eine rote Stelle am Rücken. Und wir versuchen das mal mit dem hier irgendwie zu beseitigen. Da der Tierarzt auch nicht wirklich weiß, was wir machen sollen. Und deswegen habe ich mal auf den Tipp von meiner Schwester gehört und Kokosöl gekauft. Ja, das Kokosöl bekommt ihr in jeder Drogerie eigentlich. Es gibt das von Alnatura zum Beispiel nochmal. Ja, ich habe es jetzt wie gesagt von Rossmann. Da kostet es ungefähr 3,20 €, glaube ich. Ja, dann machen wir weiter mit der ganzen Babykleidung. Und so habe ich drei Teile geschenkt bekommen. Die wollte ich jetzt einmal zeigen. Und zwar ist es so eine selbstgenähte Mütze. Die ist hier in einem dunkelblau überall. Und hier ist sie halt so gestreift. Und die ist halt selber genäht und ganz, ganz klein. Ich hoffe, die passt dem neuen Baby. Aber die ist wirklich sehr, sehr mini. Aber die haben wir zuerst bekommen. Als nächstes gab es eine Hose für die Mel. Die ist so rosa-weiß gestreift. Hat ein rosa Bündchen. Das ist in Größe 56, glaube ich. Und von Babywalz. 50, 56 ist das. Seht ihr das? Babywalz. Und das nächste, was wir geschenkt bekommen haben, ist dieser Schlafanzug. Der ist von H&M in Größe 56. Und der ist grau. Und ich finde, passt perfekt in unser neues Babyzimmer. Da haben wir auch die ganzen Elefanten. Und ja, ich finde ihn auf jeden Fall sehr schön. Ich glaube, der ist ein bisschen zu groß für so ein neues Baby. Aber wir probieren es einfach mal aus. Ich habe noch was gefunden, was ich geschenkt bekommen habe. Und zwar diese coole Jacke hier. Die ist auch von H&M in Größe 62. Schade, dass sie so groß ist. Ich hoffe, sie passt trotzdem. Die wollte ich schon immer mal haben für Lennox eigentlich, weil Lennox sowas sehr gut steht. Und ja, jetzt haben wir sie für das neue Baby. Ich hoffe, sie passt. Wie gesagt, in 62. Und ich glaube, die hat bei H&M mal 16 € gekostet. Als nächstes gab es drei H&M-Sets. Die sind ja immer in so Dreier-Sets. Mit Bodyhose und Mütze oder Halstuch manchmal. Eins davon ist nur zweiteilig und zwar dieses hier. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit dem hier an. Das hier ist von Miffy, also diese Hase hier heißt Miffy. Und ich fand das richtig süß. Das ist halt so ein weißer Body mit Miffy drauf. Dann haben wir hier eine Mütze mit Hasenohren. Die ist richtig niedlich, also richtig lange Hasenohren. So eine weiße Mütze. Das Ganze ist in 56 von H&M halt, wie gesagt. Und ein Kurzarmbody. Und dann haben wir noch eine richtig coole Hose. Ich hoffe, die steht der Mel, weil die sehr komisch geschnitten ist. Aber ich habe da ein gutes Gefühl. Ich finde die Hose sehr, sehr hübsch. Von den Farben her. Die ist nicht rosa, sondern ist eher so ein rosa-rot-orange. Finde ich sehr schön. Und dieses Set war im Angebot. Wenn ich den Zettel finde. Hier. Für 7 €. Aber heute gab es noch 30% auf alle reduzierten Sachen. Das heißt, es hat nur 4,90 € gekostet. Das ist echt super günstig für so ein 3er-Set von H&M. Und ja. Deswegen kam es mit, wie gesagt, in Größe 56. Als nächstes gab es dieses H&M-Set. Das ist ja schon sehr beliebt. Also das gab es schon sehr lange bei uns beim H&M. Aber ich dachte mir, nee, ich fand es dann doch nicht so schön. Aber ich finde es sehr schlicht und deshalb sehr schön. Das hier ist ja Dumbo, der Elefant. Und das ist so ein schön braun-grau. Also echt sehr schlicht, ein Body in sehr schlicht. Das ist in 56, das habe ich für beide gekauft, also für Mel oder für das neue Baby. Denn das eben, das von Miffy, das gehört der Mel und gleich kommt noch eins für das neue Baby. Und deswegen dachte ich mir, gibt es noch eins für, ja, für die beiden sozusagen. Und das ist in 56, hat auch eine richtig süße Hose bei. Also die hier weiß ich auch, die stehen den Babys sehr, sehr gut. Und das sind solche Windelhosen sozusagen, also die bedecken wirklich nur den Windelbereich. Sehr schön finde ich das. Und dann ist hier noch so eine graue Mütze dabei mit hier so einem kleinen Dumbo-Bildchen. Auch sehr schön, finde ich.
Und ich glaube, das sieht auch sehr schön aus, wenn die Babys das anhaben. Aber ich habe es eigentlich nur mitgenommen wegen dem günstigen Preis. Es hat 5 Euro gekostet. Und natürlich mit den 30% hat es nur noch 3,50 € gekostet. Also wirklich sehr günstig. 3,50 € für ein H&M-Set. Und das letzte und mein Lieblings-H&M-Set ist dieses hier. Das hat meine Schwester ausgesucht, zum Glück. Denn ich finde es wunderschön. Ich liebe ja vor allem diese hemdartigen Bodys. Und ich finde es auch sehr schön mit der Tasche hier und die Farben sind schön und diese Knöpfe finde ich richtig, richtig schön. Das ist in 56, nee, in 50 sogar für das neue Baby. Hier seht ihr das nochmal. Und auch das war reduziert auf 7 Euro. Hier seht ihr das. Und hat wieder 30% gehabt, das heißt 4,90 €. Das finde ich super günstig. Und auch wenn es nur zwei Teile sind, nämlich nur der Body und diese Hose hier, finde ich das wirklich sehr günstig, weil es hat vorher halt 13 Euro gekostet. Das finde ich schon echt viel. Und deswegen haben wir es mitgenommen. Auch ich glaube, das steht dem Baby richtig gut. Ich werde mal meiner Rebornerin schreiben, die meinen Kleinen anfertigt, ob ich ihr das zuschicken kann, damit sie das dem Kleinen mal anzieht, damit ich das mal sehen kann, wie das aussieht. Und ja, ich finde es sehr, sehr schön. Es ist halt hier so blau-weiß gestreift. Ein richtig cooles Jeansblau hier. Und die Hose ist einem richtig dunklen Jeansblau. Ihr seht das gar nicht so gut. Und hier sind auch die Knöpfe dran. Das ist ein sehr schönes Bündchen. Und auch eine sehr schöne Windelbereichhose, sage ich mal. Und dann waren wir noch bei IKEA, wie gesagt. Und da habe ich diese süße Elefanten hier fürs Babybett mitgenommen. Ich habe ja das Thema Babybett und Elefanten und Grau in meinem Zimmer. Und deswegen habe ich diese Elefanten mitgenommen. Der ist ein bisschen teurer. Ich glaube, der kostet 4 Euro oder 3 Euro oder so. Aber ich fand ihn trotzdem sehr süß. Ganz viele Reborn-Mütter haben den nämlich auch. Und ich fand ihn sehr, sehr schön. Auch mit den Sternen hier drin finde ich das sehr süß. Es hat einfach so ein Elefant. Hier hat er so braune Ohren und hier so mit Sternchen. Kleine Schwänzchen. Einfach so ein Kuscheltier halt. Was auch noch ein bisschen quietscht. Also echt richtig süß. Und dann gab es bei IKEA noch zwei graue Gästehandtücher. Die waren runtergesetzt auf, ich glaube, 2 Euro das Paket. Also das ist ein Paket. Die gehören immer zusammen. Und ich zeige euch auch gerne nochmal den Namen, wie das heißt. Also das sind einfach nur so Gästehandtücher. So ganz klein mit so einem Haken dran. Das war mir auch sehr wichtig. Und oh, den Namen habe ich leider schon abgeschnitten. Der war hier unten dran. Irgendwas mit H hießen die auf jeden Fall. Und das sind einfach so kleine Gästehandtücher in Grau. Die wollte ich haben für den Wickeltisch. Und zwar eins wollte ich so an den Wickeltisch hängen, so an der Seite. Da habe ich nämlich extra Haken jetzt auch gekauft. Und eins wollte ich gerne auf die Wickelunterlage legen, weil das den kompletten Bereich bedeckt, wo das Baby dann drauf liegt. Das finde ich auch sehr schön. Das habe ich bei sehr vielen Müttern gesehen. Und finde ich auch sehr stylisch einfach, anstatt einfach so eine günstige Wickelunterlage. Und die Handtücher kann man halt auch wiederverwenden. Muss man nicht halt direkt wegschmeißen, sondern kann man einfach waschen und dann ist gut. Und davon haben wir halt, wie gesagt, zwei Stück gekauft für, ich glaube, 1,99 € oder so. Und die größte Investition heute war dieses Organisationspaket von IKEA. Ich glaube, das kennen sehr viele. Ich habe es jetzt hier vorhin schon ausgepackt und schon einmal angeschaut. Und ich würde sagen, wir schauen es uns nochmal an. Ja, das hier ist der Name und so sieht es aus. Ich glaube, das kennen sehr, sehr viele, die öfters mal bei IKEA sind. Das ist halt dieses Paket mit einem Mülleimer, drei so kleinen Organisern und zwei Haken. Und so sieht das Ganze aus. Das ist halt weiß. Das ist jetzt der große Mülleimer. Und da drinnen befindet sich der ganze Rest. Ich würde sagen, ich hole das mal alles raus. Und so haben wir einen kleinen Organizer. Den kann man halt perfekt so an die Seite von der Wickelkommode hängen. Das finde ich sehr gut. Das finde ich zum Beispiel sehr gut für irgendwelche Creme oder einfach kleine Utensilien, die du auf jeden Fall schnell parat haben musst für den Wickeltisch. Mal gucken, jetzt bei der Galerie. Von dem kleinen haben wir noch einen. In einen werde ich auf jeden Fall so kleine Creme oder so reintun, einfach fürs schön aussehen. Ich brauche natürlich keine Creme. In den anderen werden wahrscheinlich so Haarbürste oder so andere Sachen reinkommen. Dann haben wir noch einen großen, da werde ich Wasser oder so reintun zum Waschen immer. Und dann haben wir noch diese Haken hier. Ein Haken braucht man für den Mülleimer, denn, oh mein Gott, schlag mich doch direkt. Das kann man halt auch so in den Wickeltisch haken und dann kann man hier den Mülleimer dran festmachen. So kann man halt super leicht entleeren, wenn das hier, das wird nämlich an den Wickeltisch geschraubt.
Muss man aber nicht, kann man machen. Einfach wegen dem Gewicht ist das sehr gut. Und wenn das am Wickeltisch fest ist, dann kann man den Mülleimer einfach oben rausnehmen und ausleeren. Und ja, deswegen hat man einen Haken halt weniger. Aber wir haben zum Glück noch einen davon. Drinnen liegt noch einer. Und da werde ich dann die kleinen Handtücher ranhängen. Ja, und das ist der Mülleimer. Den werde ich als Wäschekorb nehmen, da ich nicht wirklich Müll am Wickeltisch habe. Ich habe einen großen Mülleimer in meinem Zimmer und deswegen werde ich den verwenden. Die Windeln stinken ja nicht oder so und deswegen ist mir das auch nicht so wichtig. Ich werde hier die Wäsche reintun von denen. Und da der ziemlich klein ist, weiß ich direkt, dass ich den öfters ausleeren werde, was ich sehr gut finde, damit ich nicht so einen Riesenberg Wäsche habe immer. Aber ich finde das sehr praktisch, dass man die Wäsche, die man den Babys immer auszieht, hier reintut, sammelt, bis er voll ist und dann auf einmal alles wieder zusammenlegt. Weil ich kenne es selber, dass der Wickeltisch oder irgendwas anderes einfach vollgemüllt ist von irgendwelchen Sachen, die du dem Baby gerade ausgezogen hast. Deswegen finde ich das sehr, sehr praktisch. Ich hätte mir sonst eine größere Kiste gekauft, die ich in den Wickeltisch reingestellt hätte, aber das finde ich wirklich gut. Das ganze System kostet bei IKEA 10 Euro, also 9,99 €. Und ich finde es schon sehr gut. Ich finde es klar, es ist teuer, wenn man sich das so kauft. Aber es ist wirklich gut dafür. Also ich finde es auch eine sehr gute Qualität. Und ich bereue es nicht, dass ich mir das gekauft habe. Ihr habt noch eine Beschreibung dabei. Die ist auch noch hier drin. Aber es ist wirklich unnötig, weil das klickst du einfach nur in deinen Wickeltischrahmen. Also es ist echt richtig easy. Und ich glaube, dafür braucht kein Mensch eine Beschreibung. Und das letzte von IKEA ist dieser coole Himmel hier. Falls rum. Und zwar ist das hier der Name und hier ist so ein Bild. Das ist halt so ein Himmel für mein Bett jetzt sozusagen. Hier ist die Stange, da kommt das nachher rum. Also sozusagen die Himmelstange vom Babybett sozusagen. Und dann kommt es einfach an die Decke geschraubt. Und dann sieht das Ganze halt so aus, wie hier auf diesem Bild zu sehen. Und das finde ich richtig schön, weil ich finde die Ecke in meinem Zimmer noch über mein Bett so leer. Und ich habe das bei IKEA gesehen und finde es sehr schön. Das kostet bei IKEA auch 9,99 €. Ich habe es jetzt gebraucht gekauft, aber wie ihr seht, ist es nagelneu eingepackt. Und ich habe bezahlt 5 Euro, also den halben Preis. Finde ich sehr gut und ich habe es einfach nicht eingesehen. Wenn es wirklich gebraucht in unserer Nähe gibt, warum soll ich es nicht einfach gebraucht kaufen, wenn es noch neu eingepackt ist? Und ja, das ist halt für mein Bett. Also habe ich jetzt auch so einen kleinen Himmel über mein Bett. Und ja, ich freue mich schon, den anzubringen. Ich hoffe, das sieht gut aus, aber das werdet ihr auf jeden Fall auch in der Roomtour sehen. So, mein Lieben, und das war's auch schon. Das war so die Ausbeute von heute und ja, die letzten Tage ungefähr. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den kommenden Videos jetzt. Hier unten könnt ihr uns abonnieren und hier oben ist ein vorgeschlagenes Video und hier das zuletzt hochgeladene. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!